Es war einmal ein Hase im Wald. Den ganzen Tag hüpfte er umher und bewunderte sich selbst. Er liebte es, damit anzugeben, dass er viel schneller rennen konnte als alle anderen Tiere. Ich bin das schnellste Tier im Wald. Will jemand gegen mich rennen? Und er konnte wirklich schnell rennen. Die anderen Tiere konnten es nicht leiden, dass er immerzu angab. Und auch, dass niemand ihn in einem Rennen besiegen konnte. Und schon wieder gewonnen. Ich bin eben der Schnellste. Wo auch immer der Hase hinging, sagte er, ich bin so schnell, keiner kann mich einholen. Und seine Worte begannen den anderen Tieren auf die Nerven zu gehen. Er ist vielleicht der Schnellste, aber dass er damit immer so angeben muss, ist echt doof. Jemand sollte ihm mal eine Lektion erteilen. Die alte Schildkröte hörte von dem eingebildeten Hasen. Die Schildkröte lief sehr langsam. Sie brauchte einen ganzen Tag, um eine Strecke zu gehen, die der Hase in einer Minute rennen konnte. Die Schildkröte hoffte, dem Hasen eines Tages über den Weg zu laufen. Also ging sie zu den anderen Tieren und sagte ihnen, sie wolle gegen den Hasen rennen. Du willst gegen ihn rennen? Nicht mal die schnellsten Tiere haben gegen den Hasen gewonnen. Wie willst du das schaffen? Überlass das nur mir. Die Schildkröte ging zum Hasen. Guten Tag, Hase. Ich habe dich gesucht. Neugierig fragte der Hase. Und warum hast du nach mir gesucht? Ich habe gehört, dass du das schnellste Tier im Wald bist. Oder zumindest denkst du das. Aber um sicher zu sein, würde ich gerne gegen dich rennen. Mal schauen, wer schneller ist. Sobald die Schildkröte ihren Satz beendet hatte, begann der Hase so laut zu lachen, dass alle Tiere im Wald ihn hören konnten. Du und ich, ein Rennen. Machst du Witze? Du wirst mich niemals schlagen. In der Zeit, in der du einen Schritt machst, bin ich schon am Ziel. Wenn wir nicht gegeneinander rennen, werden wir das nie herausfinden. Okay, wenn du unbedingt willst. Als die Schildkröte davonging, lachte der Hase wieder laut los. Am nächsten Morgen versammelten sich die Tiere an der Rennstrecke. Die Schildkröte stand schon an der Startlinie, bereit für das Rennen. Sie lächelte selbstsicher. Bitte erklär mir, wie du vorhast, den Hasen zu besiegen. Wenn er wirklich so ein stolzer Angeber ist, wie ihr alle sagt, dann wird das ein ganz einfaches Rennen für mich werden. Kurz danach erschien der Hase. Selbstverliebt und in der Hand eine Karotte schlenderte er zur Ziellinie. Lass es uns hinter uns bringen. Ich habe noch nicht gefrühstückt. Die beiden Kandidaten machten sich für das Rennen bereit. Der Erste, der am roten Band am Ende des Waldes ankommt, gewinnt. Mit dem Signal des Maulwurfs startete das Rennen. Wie ein Pfeil schoss der Hase davon. Die Schildkröte jedoch begann langsam zu gehen. Wow, der Hase war schon über alle Berge. Die Tiere waren sich sicher, dass die Schildkröte das Rennen verlieren würde. Nach kurzer Zeit hielt der Hase an und sah sich um. Er konnte niemanden erblicken. So wie es aussieht, kommt die Schildkröte heute Nacht am Ziel an. Ich ess erst mal meine Karotte auf. Also aß der Hase seine Karotte. Als er die Rennstrecke entlang sah, konnte er in der Ferne die Schildkröte kommen sehen. Mit einem überheblichen Grinsen stand er auf und lief weiter. Der Hase war nun schon fast am Ziel angekommen.
Ich bin ganz schön müde nach dem Frühstück. Ich setze mich mal ein bisschen hin und mache ein Nickerchen. Er war sich so sicher, dass er gewinnen würde, dass er seelenruhig einschlief. Die Schildkröte aber lief immer weiter, sehr, sehr langsam, aber mit großer Ausdauer. Endlich kam sie beim Hasen an. Sie sah, dass er tief schlief. Ohne anzuhalten, lief sie weiter. Kurze Zeit später wachte der Hase auf. Er sah sich um, aber konnte die Schildkröte nicht sehen. Ich kann die Schildkröte nirgends sehen. Vielleicht hat sie aufgegeben. Ich sollte jetzt mal zum Ziel laufen. Also lief er langsam Richtung Ziellinie. Doch was sah er dann? Die Schildkröte hatte ihn überholt und war kurz davor, das Rennen zu gewinnen. Mit aller Kraft versuchte er, sie noch einzuholen. Aber die Schildkröte ging vor ihm durchs Ziel. Die Tiere, die an der Ziellinie warteten, freuten sich sehr. Sie warfen die Schildkröte unter Jubelrufen in die Höhe. Der Hase jedoch stand traurig daneben. Die Schildkröte, die Siegerin des Rennens, lief zu ihm herüber. Lieber Hase, es ist am wichtigsten, dass man gewissenhaft mit dem ist, was man tut. Angeberei und Selbstverliebtheit bringen dich nicht weiter. Ich habe dich besiegt, nicht weil ich schneller bin, sondern weil ich das, was ich tue, ernst nehme. Du hast recht. Ich werde von nun an nicht mehr damit angeben, wie schnell ich bin. Ich sollte nun aufbrechen. Mein Haus ist einen langen Fußmarsch weit weg. Die Schildkröte lief lächelnd davon. Der Hase hatte seine Lektion gelernt. Von diesem Tag an gab er niemals mehr mit seiner Schnelligkeit an und forderte niemanden mehr zu einem Rennen heraus. Es war einmal ein Bauernhof. Die Tiere auf dem Hof fanden sich eines Tages ohne etwas zu essen wieder. Also entschloss die kleine rote Henne, sich auf den Weg in die Felder zu machen, um nach etwas Essbarem zu suchen. Zuerst ging sie zur Kuh. Willst du mit mir in die Felder kommen, um nach etwas zu essen zu suchen? Nein, es ist viel zu heiß. Die Henne lief weiter zum Schwein. Bock, bock, bock. Hilfst du mir, etwas zu essen zu finden? Nein, es ist zu heiß. Ich habe keine Lust, mich zu bewegen. Also ging sie zum Hund. Bock, bock, bock. Willst du mir bei der Essenssuche helfen? Ich kann nicht, wenn es so heiß ist. Da kann ich nicht laufen gehen. Und schließlich versuchte sie ihr Glück bei der Ente. Bock, 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 bock. Kommst du mit mir, um nach Essen zu suchen? Nein, ich kann nicht. Das ist so heiß. Da niemand mit ihr kommen wollte, beschloss die kleine Henne, alleine auf die Suche zu gehen. Nach kurzer Zeit fand sie ein paar Weizenkörner auf dem Boden. Sie freute sich sehr und lief aufgeregt zum Bauernhof zurück. Sie beschloss, die Weizenkörner einzupflanzen. Sie dachte, dass ihre Freunde ihr vielleicht helfen würden. Ich habe Weizenkörner gefunden. Willst du sie mit mir einpflanzen? Nein, mir ist zu heiß. Also lief die Henne zum Schwein. Schwein, ich habe Weizenkörner gefunden. Willst du mir beim Pflanzen helfen? Ich kann nicht. Das Wetter ist viel zu heiß. Als nächstes ging sie zum Hund. Hund, ich habe Weizenkörner gefunden. Hilfst du mir dabei, sie einzupflanzen? Nein, es ist viel zu heiß. Und als letztes lief sie zur Ente. Hey Ente, ich habe Weizenkörner gefunden. Willst du sie mit mir einpflanzen? Ich kann doch nicht in dieser Hitze aus dem Wasser raus. Na, dann pflanze ich sie eben alleine. Also pflanzte die kleine Henne die Weizenkörner ganz alleine ein.
Wochen vergingen und es begann zu regnen. Die Körner hatten gekeimt und wuchsen langsam. Aber drumherum wuchs auch Unkraut, das gerupft werden musste. Wer hilft mir beim Unkrautrupfen? Es ist zu matschig. Ich kann dir nicht helfen. Ich hab keine Lust. Ich bleib lieber liegen. Da werde ich ja ganz dreckig. Och, ich fühle mich einfach nicht gut heute. Na, dann mache ich es alleine. Also begann die kleine Henne alleine das Unkraut zu entfernen. Bald war der Weizen ausgewachsen und es war Zeit, die Körner zu ernten. Also ging die Henne zu ihren Freunden und fragte, ob sie ihr bei der Ernte helfen würden. Hey, liebe Kuh, der Weizen ist gewachsen. Hilfst du mir, die Körner zu ernten? Nein, ich kann nicht. Hey, Schwein, der Weizen ist soweit. Willst du mir bei der Ernte helfen? Ich kann auch nicht. Es ist Mittagsschlafzeit. Hey, mein lieber Hund, der Weizen ist ausgewachsen. Willst du mir bei der Ernte der Körner helfen? Ich natürlich nicht. Hey, Ente, willst du mir bei der Ernte der Weizenkörner helfen? Nein, ich kann nicht. Okay, dann mach ich's alleine. Die kleine rote Henne arbeitete bis tief in die Nacht. Sie erntete all die Weizenkörner, einen nach dem anderen, ganz alleine. Jetzt war es Zeit, daraus Mehl zu machen. Also ging sie wieder ihre Freunde fragen. Hey, Leute, wir müssen den Weizen zu Mehl mahlen. Wer will mir dabei helfen? Ich kann nicht. Ich muss jetzt Milch geben und kann hier nicht weg. Ich kann nicht. Nicht heute, ich bin zu müde. Ich kann nicht helfen. Ich auch nicht. Ich muss mich im Wasser abkühlen. Also mahlte die Henne das Mehl alleine. Jetzt backen wir leckeres Brot. Die Henne ging wieder zu ihren Freunden und gab ihnen eine letzte Chance. Kuh, ich backe jetzt Brot. Willst du mir helfen? Nein, ich bin zu erschöpft dafür. Was ist mit dir, Schwein? Ich kann auch nicht. Ich bin zu müde. Ich kann nicht. Keine Zeit und ich weiß auch gar nicht, wie man Brot backt. Jetzt wurde die Henne sehr sauer. Alleine ging sie in die Küche. Sie machte Brotteig aus dem Mehl, das sie gemahlen hatte. Dann formte sie den Teig in einen Brotlaib und schob ihn vorsichtig in den Ofen. Als sie den köstlichen Duft des gebackenen Brotes riechen konnte, holte sie das Brot aus dem Ofen. Sie lief in den Hof und setzte sich an den Tisch. Sie rief: Hey Leute, das Brot ist fertig! Wer will es mit mir essen? Als sie das frisch gebackene Brot vor der Henne sahen, kamen sie alle blitzschnell herbei. Ich will was davon. Oh, ich auch. Genau als ich gerade Hunger habe. Super Timing. Ich auch. Los, lass uns essen. Nein, ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich habe alles alleine gemacht. Nur ich verdiene davon zu essen. Voller Genuss begann die Henne, ihr Brot zu essen. Aber sie konnte es nicht ertragen, ihre Freunde so hungrig zu sehen. Ich teile mein Brot mit euch, wenn ihr mir versprecht, dass ihr mir von jetzt an immer helft. Die Tiere schämten sich und es tat ihnen leid. Sie wussten, dass die Henne recht hatte. Versprochen. Von nun an helfen wir dir. Versprechen es. Die Henne wusste, dass ihre Freunde ihre Lektion gelernt hatten. Also teilte sie ihr Brot mit ihnen. Mit großem Appetit aßen sie alle so viel, bis sie satt und glücklich waren. Es war einmal tief im Wald an einem warmen Sommertag. Die Tiere im Wald, die Vögel und die Insekten genossen den Sommer und die Fülle an Futter, die es überall gab. Thank you.
Es war ein ganz gewöhnlicher Tag für den faulen Grashüpfer. Er aß die Wurzeln seiner Lieblingskräuter und spielte auf seiner Violine. Oh, was für ein schöner Tag, lalalalalala, ich spiele meine Violine und sing dazu und mir fällt kein Text ein, aber das ist okay. Als er mit seinem ohrenbetäubenden Gesang fertig war, hörte er ein Geräusch. Er war neugierig und wollte wissen, wo das Geräusch herkam. Also hüpfte er schnell auf einen hohen Baum. Von dort oben sah er eine Ameisenstraße. Die Ameisen marschierten wie Soldaten in einer Reihe. Mit großer Mühe trugen die Ameisen Samen, Körner und Beeren, die von den Bäumen gefallen waren. Der Grashüpfer sprang auf den Boden und sah den Ameisen verwundert zu. Ich verstehe diese Ameisen nicht. Die ganze Zeit arbeiten die nur. In diesem Moment sah er eine kleine Ameise auf sich zukommen. Sie trug einen Sonnenblumenkern, der viel größer war als sie selbst. Als sie an dem Grashüpfer vorbeikam, ließ sie den Kern fallen. Sie musste sich etwas ausruhen. Der Grashüpfer starrte sie neugierig an. Ziehst du um? Nein. Sag nicht, eine Katastrophe kommt auf uns zu und darum rennst du weg. Nein. Ja, dann darf ich fragen, was du machst? Wir tragen Futter zu unserem Nest. Alles klärchen, ihr erwartet wohl eine Menge Besucher heute Abend. Wir sammeln Vorräte für den Winter. Ihr sammelt Futter für den Winter? Wozu das denn? Und außerdem, warum die Eile? Es ist doch noch lange bis zum Winter. Entspannt euch und genießt den Sommer. Na und dann? Was machst du im Winter? Wir finden bestimmt was Spaßiges zu tun. Keine Sorge. Du denkst immer nur an Spaß. Ich meine, was wirst du im Winter essen? Darum sorge ich mich, wenn der Winter anfängt. Jetzt ist Sommer und es gibt lauter Essen überall. Die Ameise hatte genug von diesem faulen Grashüpfer gehört. Sie versuchte, den Sonnenblumenkern wieder auf ihren Rücken zu laden. Ich muss meine Freunde einholen. Kannst du mir bitte mit dem Kern helfen? Ein Sänger und Künstler wie ich sollte nicht so schwer schleppen. Die Ameise sah den Grashüpfer fassungslos an und versuchte dann erneut, den großen Sonnenblumenkern aufzuheben. Naja, vielleicht kann ich dir ein wenig helfen. Der Grashüpfer nahm den Kern vom Boden und setzte ihn der Ameise auf den Rücken. Die Ameise bedankte sich und machte sich auf den Weg. Was für eine Zeitverschwendung! Der Grashüpfer legte sich wieder unter seinen Baum. Er aß einen Bissen und spielte dann wieder auf seiner Violine. Oh, was für ein schöner Tag, lalalala, ich spiele meine Violine und singe dazu und dies ist das beste Lied der Welt. In diesem Moment steckte ein Eichhörnchen den Kopf aus einem Baumloch. Genug, genug, bitte, das reicht. Geh und singe dein Lied woanders. Ich versuche hier zu schlafen. Der Grashüpfer hörte auf zu singen. Er sah das Eichhörnchen beleidigt an, nahm seine Violine und ging davon. Die haben alle keine Ahnung von hoher Kunst in diesem Wald. Die warmen Sommertage gingen vorüber und die Ameisen trugen weiterhin unermüdlich Futter zu ihrem Nest. Zur gleichen Zeit machte der Grashüpfer nichts anderes als zu essen, herumzuliegen, Violine zu spielen und zu singen. Schließlich war der Winter gekommen. Eines Morgens, als die Ameisen aufwachten und aus ihrem Nest schauten, sahen sie, dass alles in weißem Schnee bedeckt war. Und die kleine Ameise dachte an die armen Tiere in der Kälte, die froren und hungerten. Weil alle Blumen und Kräuter mit Schnee bedeckt waren,
hatte der Grashüpfer seit Tagen nichts mehr gegessen. Er zitterte vor Kälte, fühlte sich schwach und hatte keine Kraft mehr, seine Violine zu spielen oder zu singen. Mit großer Anstrengung stapfte er durch den tiefen Schnee. Er dachte zurück an die warmen Sommertage. Wie schön waren doch die Tage, als es überall etwas zu essen gab. Ich hatte einen vollen Magen. Da fielen ihm die Ameisen ein, die den ganzen Sommer lang Futter zu ihrem Nest getragen hatten. Aber er verwarf den Gedanken schnell wieder. Schließlich hatte er sich im Sommer über sie lustig gemacht. Sie würden ihm sicherlich nichts abgeben. Es wurde immer kälter und der Grashüpfer konnte kaum noch laufen. Ich kann jetzt nicht so stolz sein. Ich muss das Ameisennest finden und um Hilfe bitten. Also lief er zum Nest der Ameisen. Von draußen rief er: Ist jemand zu Hause? Ich brauche Hilfe. Wer ist da? Er hörte Laute aus dem Nest. Mit letzter Kraft sagte der Grashüpfer: Meine liebe Ameise, ich bin's, der Grashüpfer. Bitte, lass mich ein. Die Ameisenkönigin hörte die Bitte des Grashüpfers. Sie fragte die kleine Ameise: Was ist los? Wer braucht Hilfe? Nur ein fauler Grashüpfer, der den ganzen Tag herumsitzt und singt. Ich glaube, er ist hungrig, Eure Hoheit. Niemand, der an unsere Tür klopft und Hilfe sucht, sollte abgewiesen werden. Die Königin und die anderen Ameisen öffneten das Nest und kletterten heraus. Der Grashüpfer lag bewusstlos im Schnee. Er hatte keine Kraft mehr. Die Ameisen hoben ihn auf und trugen ihn in ihr Nest. Als der Grashüpfer in der Wärme ihres Nestes zu sich kam, gaben sie ihm Wasser und Futter. Als er sich besser fühlte, bedankte er sich bei der Königin und lief zu der kleinen Ameise herüber. Ich war sehr unfair zu dir. Während du den ganzen Sommer gearbeitet hast, habe ich nur herumgesessen und gesungen. Du hast mich gewarnt, aber ich habe dich nicht ernst genommen. Lass dir dies eine Lehre sein. Wir würden auch gerne den Sommer genießen, aber wir müssen auch an die Zukunft denken. Wenn wir im Sommer kein Futter gesammelt hätten, würde es uns jetzt genauso gehen wie dir. Der Grashüpfer blieb für eine Weile bei den Ameisen. Es ging ihm nun viel besser. Als er sich wieder auf den Weg machte, gaben die Ameisen ihm etwas Futter mit. Vielen Dank für alles. Ihr habt mein Leben gerettet und das werde ich niemals vergessen. Ich werde von nun an nie mehr faul sein. Kann ich dich um einen Gefallen bitten? Natürlich. Was kann ich für dich tun? Wenn der Sommer kommt, kannst du dann bitte lernen, wie man Violine spielt? Das würde alle Tiere sehr glücklich machen. In einem Wald lebte eine kleine Maus. Sie hatte große Angst vor dem Löwen und dem Fuchs und eigentlich sogar vor sich selbst. Wenn der Wind wehte und ein Ast knackste, sah sie sich sofort nach einem geeigneten Versteck um. Weil sie so ängstlich war, machten die anderen Tiere sich über sie lustig. Wie ängstlich ist die denn? Du hast ja sogar vor dem Wind Angst. Du bist so ein Feigling. Ängstlich. Du bist so ängstlich. Ängstlich. Eines Tages nahm die Maus allen ihren Mut zusammen und begab sich zum König des Dschungels, dem Löwen. Der Löwe hatte gerade zu Mittag gegessen und er schlief friedlich vor seiner Höhle. Die anderen Tiere waren neugierig und wollten sehen, was die Maus vorhatte. Die Maus begann am Schwanz des Löwen heraufzuklettern. Sie sprang auf den Rücken des Löwen. Dort posierte sie stolz für die anderen Tiere. Sie hatte immer noch große Angst, aber sie versuchte, dies so gut wie möglich vor den anderen Tieren zu verbergen. In diesem Moment wurde der Löwe wach.
Er schüttelte sich und die Maus fiel von seinem Rücken herunter. Der Löwe sah die Maus böse an. Die anderen Tiere erschraken. Oh nein, der Löwe wird die Maus fressen. Wie kannst du es wagen? Was hast du auf meinem Rücken zu suchen? König des Dschungels. Bitte friss mich nicht. Ich bin das ängstlichste und schwächste Tier von allen. Den ganzen Tag zittere ich vor Angst. Sogar wenn ein Blatt vom Baum fällt, erschrecke ich mich. Ich habe darauf keine Lust mehr. Ich will meine Angst besiegen. Du bist der König des Dschungels. Mit nur einem lauten Brüllen zittern alle Tiere vor dir. Würdest du mir beibringen, mutiger zu sein? Der Löwe hörte der Maus schweigend zu. Die Maus war gespannt, was er sagen würde. Und warum sollte ich dir helfen? Gib mir auch nur einen Grund, warum ich dich nicht fressen sollte. Ich werde es dir sicher zurückzahlen. Vielleicht kann eines Tages ich dir helfen. Sobald die Maus diesen Satz beendet hatte, brüllte der Löwe so laut er konnte. Wie soll eine winzige Maus wie du mir denn helfen? Aber als er die Maus vor Angst zittern sah, beschloss er, sie nicht aufzufressen. Du hast Glück, dass ich keinen Hunger habe. Mach, dass du wegkommst. Die Maus rannte so schnell sie konnte davon. Die anderen Tiere hatten alles voller Überraschung beobachtet. Ein paar Tage später war der Löwe auf der Suche nach etwas Essbarem im Wald. Plötzlich trat er in eine Falle und wurde gefangen. Hoch in der Luft baumelte er in einem Netz. Er versuchte, sich zu befreien, aber er schaffte es nicht. Er war der König des Dschungels, also konnte er nicht um Hilfe rufen. Das würde ihn beschämen. Und die Jäger würden ihn hören und würden ihn sofort holen kommen. Er hatte keine Wahl, also hing er hilflos in dem Netz. Nach und nach entdeckten ihn die anderen Tiere. Aber keins der Tiere traute sich, ihm näher zu kommen. Nach einiger Zeit kam die kleine Maus vorbei. Und sie beschloss, dem Löwen zu helfen. Sie lief zu ihm herüber und kletterte am Schwanz des Löwen hoch. Als sie an dem Fangnetz angekommen war, begann sie daran zu nagen. In diesem Moment kam das Häschen herbei. Hey, beeil dich! Die Jäger kommen! Die anderen Tiere, die zugesehen hatten, liefen voller Angst davon, sobald sie das Wort Jäger hörten. Aber die Maus nagte hartnäckig weiter. So lange, bis das Netz zerriss und der Löwe auf den Boden plumpste. Spring auf meinen Rücken und lass uns abhauen! Die Maus sprang auf seinen Rücken und gemeinsam liefen sie davon. Ganz außer Atem kamen sie vor der Höhle des Löwen an. Der Löwe kniete sich hin und die Maus sprang von seinem Rücken herunter. Als du mir gesagt hast, dass ich eines Tages deine Hilfe gebrauchen könnte, habe ich dich unterschätzt. Ich dachte, du wärst nur eine kleine, unnütze Maus. Aber du hast mein Leben gerettet. Ich danke dir. Es war mir eine Ehre, mein König. Du brauchst vor mir keine Angst mehr zu haben. In Wahrheit brauchst du vor nichts Angst zu haben, denn du bist eine sehr mutige Maus. Wenn ich der König des Dschungels bin, dann bist du von nun an mein tapferer Prinz. Der Löwe und die Maus begannen zu lachen. Die Tiere, die sie aus sicherer Entfernung beobachtet hatten, kamen.
kamen hervor und applaudierten der mutigen Maus. Der Löwe und die Maus bekamen beste Freunde und sie lebten für immer in Frieden in ihrem Wald. Es waren einmal drei kleine Schweine, die mit ihrer Mutter in einem kleinen Haus lebten. Es war für sie die Zeit gekommen, auszuziehen und alleine zu leben. Die Mutter rief ihre drei Kinder zu sich. Meine lieben Kinder, die Zeit ist für euch gekommen, in die Welt hinauszuziehen. Geht und startet euer neues Leben. Aber was auch immer ihr tut, vergesst niemals, immer euer Bestes zu geben. Das ist der einzige und der beste Weg zu überleben. Etwas traurig, aber auch sehr aufgeregt, verabschiedeten sich die drei kleinen Schweine von ihrer Mutter. Und sie machten sich auf den Weg. Nach einer Weile fanden sie ein Stück Land, auf dem sie ihre eigenen Häuser bauen konnten. Das jüngste Schweinchen nahm sich vor, sein Haus aus Stroh zu bauen. Er dachte sich, dies sei der schnellste und einfachste Weg, ein neues Haus zu erbauen. So würde er später viel Zeit zum Spielen haben. Das jüngste Schweinchen baute sein Haus innerhalb von nur einem Tag. Er rief seinen Brüdern zu: Hey Leute, ich bin schon fertig! Das ältere Schweinchen schaute sich das Haus an. Aber das Haus sieht überhaupt gar nicht stabil aus. Wie soll uns das denn vor dem Wolf beschützen? Das jüngste Schweinchen scherte sich gar nicht darum. Keine Sorge, mir passiert schon nichts. Okay, aber sag nicht, ich hab dich nicht gewarnt. Das mittlere Schweinchen beschloss, sein Haus aus Holz zu bauen. Aus Holz, das er im Wald sammelte, baute er sich eine kleine Hütte. Es dauerte 3 Tage, bis das Haus fertig war. Und dieses Haus war etwas stabiler als das aus Stroh. Das älteste Schweinchen kam rüber zu ihm. Mein Bruder, das hast du toll gemacht, aber das sieht immer noch nicht sehr sicher aus. Soll das Haus uns wirklich vor dem Wolf beschützen? Das mittlere Schweinchen antwortete: Keine Sorge, mir passiert schon nichts. Okay, sag mir nicht, ich hab dich nicht gewarnt. Während die 2 jüngsten Schweinchen sich in ihren neuen Häusern entspannten, arbeitete das älteste Schweinchen ohne Rast. Er baute ein Haus aus Steinen und Zement. Die anderen Schweinchen dachten, der ganze Aufwand wäre übertrieben. Sie verbrachten ihre Zeit damit, zu spielen und Spaß zu haben. Warum machst du dir so viel Mühe, wenn du so schnell wie wir hättest sein können? Der ist viel zu ängstlich. Das älteste Schweinchen hörte ihnen gar nicht zu. Er arbeitete für eine ganze Woche. Und schließlich war sein Haus aus Steinen und Zement fertig. Am nächsten Tag kam ein hungriger Wolf vorbei. Er blieb vor dem Haus aus Stroh stehen. Das kleine Schweinchen schlief in seinem Haus aus Stroh. Der Wolf klopfte an der Tür. Die Tür auf und lass mich rein. Sonst puste ich dein Haus weg. Du kannst mir gar nichts antun. Mein Haus ist stabil genug. Also holte der Wolf tief Luft und pustete das Haus aus Stroh weg. In letzter Sekunde konnte das kleine Schweinchen fliehen. Und er rannte herüber zum Haus seines Bruders, das aus Holz gemacht war. Er klopfte an die Tür. Und als das mittlere Schweinchen die Tür öffnete, rannte das kleinste Schweinchen so schnell es konnte hinein. Mach schnell die Tür zu, der Wolf ist hinter mir her. Keine Sorge, in meinem Haus kann er uns nichts tun. Nach kurzer Zeit kam der Wolf zum Haus des zweiten Schweinchens. Er rief mit seiner lauten Stimme: Mach die Tür auf und lass mich rein, sonst puste ich dein Haus weg. Mein Haus nicht wegpusten. Also holte der Wolf noch tiefer Luft als zuvor und pustete das Haus aus Holz weg. Beide Schweinchen rannten zum Haus ihres großen Bruders und konnten dem Wolf nur um ein Haar entkommen. Bruder, der Wolf ist auf dem Weg
Weg hierher, was sollen wir tun? Das älteste Schweinchen antwortete sehr selbstsicher. Macht euch keine Sorgen, der Wolf kann hier nicht reinkommen. Kurze Zeit später kam der hungrige Wolf am dritten Haus aus Steinen und Zement an. Und er rief, während er an die Tür klopfte: Mach die Tür auf und lass mich rein. Sonst puste ich dein Haus weg. Versuch's doch, du blöder Wolf. Du kommst hier nicht rein. Der Wolf ärgerte sich sehr. Er holte tief Luft und pustete so fest er konnte. Doch nichts passierte. Er konnte das Steinhaus nicht zum Einstürzen bringen. Er gab sich die größte Mühe, aber nicht ein Stein bewegte sich. Schließlich gab der Wolf erschöpft auf und fand einen anderen Weg ins Haus. Er sah den Schornstein oben auf dem Dach und er begann, an der Hauswand hochzuklettern. Als das kleine Schweinchen dies bemerkte, ging er schnell zum Kamin und zündete das Feuer an. Dann stellte er einen großen Kessel mit Wasser auf das Feuer. Der Wolf kletterte am Schornstein hoch und sprang hinein. Und er landete direkt im kochenden Wasser. Ah, Hilfe! Ich verbrühe! Zu Hilfe! Ah, Hilfe! Endlich waren die drei kleinen Schweinchen vom Wolf befreit. Sie fielen sich glücklich in die Arme. Am nächsten Tag gingen die drei kleinen Schweinchen ihre Mutter besuchen. Sie erzählten ihr alles, was passiert war. Das jüngste Schweinchen rief seiner Mutter zu: Du hattest recht, Mama. Was auch immer wir in dieser Welt tun, wir müssen unser Bestes geben. Wenn man wirklich für etwas arbeitet, ist man auch erfolgreich. Von diesem Tag an waren die zwei jüngsten Schweinchen niemals mehr faul. Sie arbeiteten schwer wie ihr großer Bruder und sie lebten ein glückliches und sicheres Leben. Es war einmal ein kleines Haus tief im Wald. Dort lebte die Mutter Geiß mit ihren kleinen Geißlein ein friedliches und glückerfülltes Leben. Die kleinen Geißlein waren so niedlich und spielten den ganzen Tag. Die Mutter Geiß, wie alle Mütter, liebte ihre Kinder sehr und beschützte sie vor den wilden Tieren im Wald. Eines Tages, bevor sie wie immer in den Wald zog, um Essen zu besorgen, rief sie ihre Geißlein zu sich. Meine lieben Kinder, macht die Tür für niemanden auf. Wenn der Wolf in unser Haus kommt, frisst er uns alle am lebendigen Leib. Er wird sich verkleiden und versuchen, euch zu täuschen. Aber wie sollen wir ihn denn dann erkennen? Ich habe eine hohe und sanfte Stimme, also könnt ihr ihn sofort an seiner tiefen und rauen Stimme erkennen. Als sie sich auf den Weg machte, erinnerte sich die Mutter Geiß an noch etwas. Die Füße des Wolfes sind schwarz und meine sind weiß. Ihr könnt ihn also auch an seinen Füßen erkennen. Keine Sorge, Mutter. Wir passen auf uns auf. Du kannst auf uns zählen. Die Mutter Geiß verabschiedete sich von ihren Geißlein und lief in den Wald hinein. Der Wolf beobachtete sie aus der Nähe. Er wartete einen Moment und ging dann zu dem Haus herüber und klopfte an die Tür. Wer ist da? Öffnet die Tür, meine Geißlein. Eure Mutter ist hier. Ich habe euch leckeres Essen mitgebracht. Aber die kleinen Geißlein erkannten die raue Stimme des Wolfes sofort. Du bist nicht unsere Mutter. Ihre Stimme ist sanft und freundlich. Du bist der Wolf. Du kannst uns nicht täuschen. Der Wolf ärgerte sich sehr, da sein Plan nicht funktioniert hatte. Also besorgte er sich ein Stück Kreide und aß es. Jetzt klang seine Stimme viel sanfter. Er ging zurück zu dem Haus der Geißlein und klopfte erneut an die Tür. Diesmal sprach der Wolf mit sanfter Stimme. Öffnet die Tür, meine Geißlein. Ich habe euch leckeres Essen aus dem Wald mitgebracht.
ist. Als sie die Stimme des Wolfes hörten, dachten die Geißlein dieses Mal wirklich, dass es ihre Mutter wäre. Aber als sie gerade die Tür öffnen wollten, rief eins von ihnen: Wartet! Lass uns unter der Tür nach den Füßen schauen! Als die kleinen Geißlein unter die Tür schauten, sahen sie natürlich die schwarzen Füße des Wolfes. Also riefen sie wieder: Wir machen die Tür nicht auf! Unsere Mutter hat keine schwarzen Füße! Ihre sind weiß! Du bist der Wolf! Der Wolf wurde sehr wütend und ging davon. Dieses Mal ging er zum Bäcker. Als der Bäcker ihn sah, war er sehr überrascht. Ich bin jetzt Vegetarier, also esse ich jetzt nur noch Brot. Kannst du mir etwas Mehl geben? Der Wolf kam mit einem Sack Mehl aus der Bäckerei heraus. Als er sich dem Haus näherte, öffnete er den Sack und streute das Mehl über seine Füße. Jetzt waren sie ganz weiß. Der schlaue Wolf klopfte erneut an die Tür der Geißlein. Öffne die Tür, meine Geißlein. Ich habe euch leckeres Essen aus dem Wald mitgebracht. Zeig uns deine Füße, sodass wir wissen, dass du unsere Mutter bist. Der Wolf zeigte ihnen seine Füße mit dem Mehl darauf. Als die kleinen Geißlein seine weißen Füße sahen, glaubten sie, dass es ihre Mutter war, und sie öffneten die Tür. Und was sahen sie? Der große, böse Wolf stand direkt vor ihnen. Die kleinen Geißlein wussten nicht, was sie tun sollten. Also begannen sie panisch herumzurennen und zu schreien. Versucht es erst gar nicht. Ich werde euch alle kriegen. Ein Geißlein versteckte sich unter dem Tisch. Ein zweites hüpfte ins Bett. Das dritte kletterte in den Ofen. Das vierte versteckte sich in der Küche. Das fünfte kletterte in den Schrank. Das sechste lief hinter den Vorhang. Und das siebte Geißlein hüpfte in die große Wanduhr. Aber der schlaue Wolf war zu schnell und fing sie alle nacheinander ein, egal wo sie sich versteckt hatten. Lauft! Komm her! Ich fange euch alle ein! Bleib hier! Das einzige Geißlein, das er nicht fand, war das in der Wanduhr. Er war sowieso satt, also gab er die Suche auf und verließ das Haus. In der Nähe fand er einen Baum. Er legte sich darunter, um ein Nickerchen zu machen. Kurze Zeit später kam die Mutter Geiß zurück. Als sie sah, dass die Tür offen war, wusste sie, dass etwas passiert war und begann zu schreien. Ah, meine kleinen Geißlein! Als sie das Haus betrat, war sie schockiert. Die Tische und Stühle waren alle umgeworfen. Vorhänge waren zerrissen, die Betten waren durchwühlt. Die Kissen und Decken lagen auf dem Boden verteilt. Die Mutter Geiß suchte nach ihren Kindern, aber konnte sie nicht finden. Sie begann, alle ihre Namen zu rufen, aber niemand antwortete. Schließlich rief sie den Namen ihres jüngsten Geißleins und hörte plötzlich eine leise Stimme. Ich bin in der Wanduhr, Mama. Die Mutter rannte zu der Uhr und holte ihr Geißlein heraus. Sie umarmten sich. Unter Tränen erzählte das kleine Geißlein seiner Mutter, was passiert war. Der Wolf hat sich verkleidet und wir dachten, dass du es warst. Und wir haben die Tür geöffnet und dann hat der Wolf alle meine Geschwister gefressen. Die Mutter Geiß war entsetzt. Sie weinte um ihre Geißlein. Mit nur noch einem ihrer Geißlein verließ sie das Haus und sie gingen zum Fluss. Plötzlich sahen sie den Wolf unter seinem Baum schlafen. Er schnarchte so laut, dass die Äste am Baum zitterten. Die Mutter beobachtete den Wolf für eine Weile. Sie sah plötzlich, dass sich der Bauch des Wolfes bewegte. Oh mein Gott, kann es möglich sein, dass meine Geißlein im Bauch des Wolfes noch am Leben sind? Sie hatte einen Plan. Renn nach Hause und bring mir eine Nadel und Faden und eine Schere.
Als das kleine Geißlein nach Hause lief, sammelte die Mutter 6 große Steine ein. Nach kurzer Zeit kam das kleine Geißlein mit der Nadel, dem Faden und der Schere zurück. Die Mutter schnitt mit der Schere den Bauch des Wolfes auf. Sofort kamen alle ihre Geißlein aus dem Bauch geklettert. Sie waren alle wohlauf. Die Mutter freute sich so sehr und die kleinen Geißlein umarmten ihre Mutter voller Liebe und Erleichterung. Mama! 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 Sie waren alle voller Freude. Ah, meine kleinen Geißlein, ihr seid gerettet! Die Mutter Geiß nahm die Steine, die sie gesammelt hatte, und legte sie in den Bauch des Wolfes. Dann nähte sie seinen Bauch mit Nadel und Faden wieder zu. Der Wolf schlief so tief und fest, dass er davon nichts merkte. Er rührte sich nicht. Die Mutter und ihre Geißlein liefen schnell davon. Als der Wolf aufwachte und aufstand, hatte er schlimme Bauchschmerzen. Er dachte, das wäre, weil er zu viele Geißlein gegessen hatte. Wegen der Steine in seinem Bauch wurde er sehr durstig. Er ging zum Fluss, um etwas Wasser zu trinken. Aber als er loslief, schlugen die Steine gegeneinander. Mein Bauch ist so voll und schwer. Er wollte sich herunterbeugen, um an das Wasser zu gelangen. Aber weil die Steine in seinem Bauch so schwer waren, verlor er das Gleichgewicht und fiel ins Wasser. Hilfe! Ich ertrinke! Hilfe! Er rief so laut er konnte, aber niemand kam ihm zur Hilfe. Das Gewicht der Steine zog ihn herunter und er verschwand im Wasser. Die Mutter Geiß und ihre Geißlein hatten alles beobachtet. Sie liefen zum Fluss und riefen voller Freude. Der Wolf ist tot! 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 Hand in Hand tanzten und sprangen sie herum. Von diesem Tag an lebten die Mutter Geiß und ihre kleinen Geißlein ein glückerfülltes und friedliches Leben in ihrem kleinen Haus im Wald. Es war einmal ein Wald, in dem nur Tiere lebten und keine Menschen kamen je dort vorbei. Obwohl sie alle sehr unterschiedlich waren, lebten die Tiere alle in Frieden miteinander. Sie alle hatten verschiedene Charakterzüge. Der Affe zum Beispiel war der frechste. Das Eichhörnchen war ängstlich. Der Löwe war mutig. Die Gazelle war schnell. Die Schildkröte war langsam, der Fuchs war schlau und die Bienen waren fleißig. Die einzige, die niemand im Wald leiden konnte, war die arrogante Krähe. Die Krähe teilte ihr Essen mit niemandem. Manchmal stahl sie sogar das Essen der anderen Tiere und flog damit davon. Die anderen Tiere beschwerten sich über die arrogante Krähe und sagten, jemand sollte ihr eine Lektion erteilen. Der schlaue Fuchs hatte eine Idee und sagte zu seinen Freunden, »Überlasst die Krähe mir, ich werde ihr eine Lektion erteilen, dann wird sie nicht mehr so arrogant und selbstsüchtig sein.« Eines Tages flog die Krähe mal wieder in die Stadt, um nach Essen zu suchen. Sie kam zurück in den Wald und trug ein großes Stück Käse im Schnabel. Sie setzte sich auf einen Ast und begann, den Käse zu essen. Aus der Nähe beobachtete sie der Fuchs und er beschloss, dass er versuchen würde, der Krähe den Käse abzuluxen. Er lief unter den Baum, auf dem die Krähe saß. Die Krähe pickte ungestört kleine Häppchen aus ihrem Stück Käse. Hallo, liebe Krähe! Was isst du denn da? Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Sie nennen es Käse. Die Menschen essen das. Ich frage mich, wie das wohl schmeckt. Darf ich mal probieren? Auf keinen Fall. Hast du eine Ahnung, wie weit ich für diesen Käse fliegen musste? Na und? Eines Tages werde ich mein Essen auch mit dir teilen. Was soll ich denn mit deinem gewöhnlichen Essen? Dieser Käse ist sehr besonders. Den findet man nicht so einfach.
Was auch immer er sagte, der Fuchs konnte die Krähe nicht dazu bringen, ihr Essen zu teilen. Der Fuchs war schlau, aber die Krähe war auch nicht von gestern. Also überlegte der Fuchs sich einen anderen Plan. Okay, okay, iss dein Käse. Ich will ihn gar nicht. Aber lass mich wenigstens zu dir hochkommen und mir diesen besonderen Käse ansehen. Als der Fuchs begann, den Baum heraufzuklettern, nahm die Krähe ihren Käse eilig in den Schnabel und flog zu einem anderen Baum. Der Fuchs folgte ihr unter diesen Baum und sah von unten herauf. Aber die Krähe dachte gar nicht daran, ihren Käse mit ihm zu teilen. Der Fuchs dachte nach und hatte eine neue Idee. Was sind die größten Schwächen der Krähe? Sie ist selbstverliebt und arrogant. Vielleicht sollte ich davon Gebrauch machen, um den Käse zu bekommen. Meine Liebe, weißt du, warum ich wirklich zu dir gekommen bin? Damit der Käse nicht aus ihrem Schnabel fiel, fragte die Krähe mit vollem Mund: Warum? Ich habe gehört, dass du die beste Sängerin im Wald bist. Angeblich, wenn du singst, hören dir alle Tiere voller Staunen zu. Als die Krähe dies hörte, pluderte sich auf und sah sehr zufrieden mit sich selbst aus. Sing mir doch ein Lied, damit ich deine wunderschöne Stimme hören und meinen Freunden davon erzählen kann. Endlich hatte der Fuchs die Schwachstelle der Krähe gefunden. Und als die selbstverliebte Krähe ihren Schnabel öffnete, um zu singen, fiel der Käse aus ihrem Schnabel. Und natürlich war der Fuchs sofort da, um ihn zu fangen. Die Krähe blieb reglos stehen. Oh, na schau an, dein wertvoller Käse ist in meinen Mund gefallen. Wegen ihrer Arroganz und Selbstverliebtheit hatte die Krähe ihr Essen an den Fuchs verloren. Also, was lernen wir daraus? Du solltest dich nicht besser finden als alle anderen. Du solltest nicht herumlaufen und sagen, ich bin die Beste. Und vergiss nicht, es gibt immer andere, die schlauer sind als du. Als er seinen Satz beendet hatte, lief der Fuchs in den Wald und die Krähe blieb allein zurück. Von diesem Tag an war die Krähe nicht mehr arrogant und selbstverliebt. Sie war zu allen anderen Tieren freundlich und teilte das Essen mit ihnen, das sie aus der Stadt herbeibrachte. Es war einmal ein kleiner Ochse, der auf einer Farm bei einem See lebte. Der kleine Ochse war sehr unglücklich, weil er so viel kleiner war als alle anderen Ochsen auf der Farm. Ständig beschwerte er sich darüber. Und eines Tages jammerte er mal wieder bei seinem Freund, dem Hund. Ich bin der kleinste Ochse auf dieser Farm. Wahrscheinlich bin ich sogar der kleinste auf der Welt. Und ich kann daran rein gar nichts ändern. Fang nicht wieder damit an. Du bist ein stattlicher, kluger und freundlicher Ochse. Wir können nun mal nicht alle gleich groß sein. Natürlich nicht, aber warum kann ich nicht der Größte sein? Schau, ich bin auch nicht der größte Hund auf der Welt. Viele Hunde sind größer als ich. Aber das macht mir nichts. Ich bin mit dem zufrieden, was ich bin. Ich aber nicht. In dem See direkt neben der Farm, wo unser unglücklicher Ochse lebte, lebte eine selbstverliebte Kröte. Die Kröte verbrachte den ganzen Tag damit, vor ihren Freunden anzugeben. Sie war größer als die anderen Kröten und sie war sehr stolz darauf. Quack! Ich bin die größte Kröte in diesem See. Und wer am größten ist, ist die Königin. Von jetzt an nennt ihr mich alle Eure Majestät. Es gibt keine Regel, die sagt, dass die größte Kröte die Königin ist. Und außerdem brauchen wir gar keine Königin. Jedes Volk braucht einen Herrscher. Der Löwe zum Beispiel ist der König im Dschungel. Ja, aber der Löwe ist auch nicht das größte Tier im Dschungel. Elefanten zum Beispiel sind größer. Unsere selbstverliebte Kröte musste darüber nachdenken. Aber dann antwortete sie, angeberisch wie immer: Das hier ist kein Dschungel und ihr seid keine Elefanten. Ich bin die Königin und damit hat es sich.
Die anderen Kröten berieten sich untereinander. Sie mussten der selbstverliebten Kröte eine Lektion erteilen. Aber sie wussten nicht, was sie tun sollten. Ein paar Tage später, als die Kröten im See herumschwammen, sahen sie den Ochsen, der am Ufer graste. Er war auf der anderen Seite des Sees. Sie hatten noch nie in ihrem Leben ein so großes Tier gesehen. Wow, was für ein großes Tier! In diesem Moment hatten sie eine Idee. Na, sagt unsere selbstverliebte Kröte nicht, dass das größte Tier die Königin sein soll? Na, dann muss das unser König sein. Die Kröten schwammen sofort zum Ochsen herüber. Sie erklärten ihm die Situation und baten ihn um Hilfe. Aber ich bin doch nur ein kleiner Ochse. Wie soll ich euch denn helfen? Klein? Wer du? Du musst überhaupt nichts machen. Wir bringen unsere Freundin herüber, die so selbstverliebt ist. Und dann überlässt du den Rest einfach uns. Okay, aber ich muss jetzt zurück zur Farm, bevor der Bauer sich Sorgen macht. Am nächsten Tag hüpften die Kröten zu ihrer Freundin, die so selbstverliebt war. Und sie erzählten ihr von diesem Riesentier, das sich auf der anderen Seite des Sees befand. Er will dich kennenlernen. Okay, dann lass uns mal sehen, wer dieses Riesentier ist. Die Kröten schwammen herüber auf die andere Seite des Sees. Der Ochse wartete am Ufer auf sie. Die selbstverliebte Kröte verschluckte fast ihre Zunge, als sie den Ochsen sah. Aber sie wollte sich nichts anmerken lassen. Du bist also der Riese, der König von diesem See sein will. Der Ochse wollte antworten, aber... Schnell kam ihm eine der Kröten zur Hilfe. Naja, warst du denn nicht diejenige, die gesagt hast, das größte Tier soll der Herrscher sein? Naja, der Ochse ist ja viel größer als du. Oh ja, ich kann genauso groß sein. Ach wirklich? Wie das denn? Während die Kröten so diskutierten, fühlte sich der Ochse zum ersten Mal in seinem Leben groß und würdig. Dies war das erste Mal, dass jemand ihn so bezeichnet hatte. Na, schau mir mal zu, wie groß ich sein kann. Und die Kröte begann sich aufzublasen. Bin ich so groß wie der Ochse? Die Kröte blies sich noch mehr auf. Was meint ihr? Bin ich so groß wie der Ochse? Nein. Die Kröte pustete sich immer weiter auf. Sie konnte nun gar nicht mehr sprechen. Sie starrte die anderen Kröten an und wartete auf eine Antwort. Die anderen Kröten begannen zu lachen. Nein, immer noch nicht. Du wirst nie so groß sein wie der Ochse. Lass mich noch ein bisschen weiter auf. Nein, du musst dich noch mehr aufblasen. Die Kröte blies sich immer weiter auf. Sie wuchs und wuchs und wuchs und sah aus wie ein Luftballon. Voller Staunen starrte der Ochse sie an. Die Kröte war so sehr aufgeblasen, dass sie schon gar nicht mehr wie eine Kröte aussah. Sie pustete sich so weit auf, dass sie vom Boden abhob und zu schweben begann. Schließlich kam sie auf der Höhe des Ochsen an. Aber sie musste noch größer werden als der Ochse. Also pustete sie sich mit letzter Kraft noch ein bisschen weiter auf und... Der Ochse und die anderen Kröten starrten voller Staunen. Na, das wird ihr eine Lehre sein. Sie alle hofften, dass die eingebildete Kröte daraus etwas gelernt haben würde. Und nachdem all dies geschehen war, beschwerte der kleine Ochse sich nie wieder über seine Größe. Er akzeptierte sich so, wie er war, und war damit glücklich.